Hallihallöchen und ein herzliches Willkommen zurück hier zu Fallops Spiel Scrolls. Ja, ihr seht, mein Geld ist wieder gestiegen. Ich habe offscreen mal wieder gespielt. Ich kann es einfach nicht lassen. Aber ich komme halt auch nicht immer dazu, das dann alles aufzunehmen. Und ja, ich würde mal sagen, wir starten einfach direkt wieder mit einem Trial. Man at War. Ich helfe einer Freundin meiner Armee von einem Freund. als ich am Kampfplatz ankommen, ist niemand da. Und eben mein Freund, der ist zu betrunken und der greift mich an. Okay. Los geht's. Hier, Fallops Version 2. Ich habe es noch ein bisschen umgestellt. Nicht viel. Ich glaube, eine Karte habe ich hinzugemacht. Aha, du startest gleich mit solch so fetten. Genau, du siehst auch echt ein bisschen betrunken aus. Ah, aber ich habe auch schon zwei Growth. Growth Energy. Was laber ich da? Oh mein Gott. Growth ist das Grüne, das ist Energy Growth und... weiß ich gerade gar nicht mehr. Ich bin manchmal so verwirrt. Okay, die greifen gleich an, die machen 3 und 4 Schaden. Ich scheiß drauf, weil ich krieg die eh nicht kaputt, oder? Ich hoffe noch die. Und setz den mal hier hin. Und den setze ich mal hier hin. Und ja, das war's. Mal, er kriegt die ja nicht kaputt. Und der macht 4 Schaden. Okay. Die greifen noch nicht so schnell an. Und ich gebe dem noch plus 1, dann ist das schon mal kaputt. Hep. Bumm. So, nochmal ein Growth. Ein Energy. Oh mein Gott, ich bin schon wieder verwirrt. Ja, leider kann ich gerade nicht viel machen. Ich kann ihm 2 Schaden machen, das mache ich mal. Komm. Einfach so, weil ich kann. Oh, das ist wunderbar. Setze ich direkt mal ein und dann kann ich leider nichts mehr machen. Ja, ich wurde darauf hingewiesen, dass meine Stimme ein bisschen schwankt. Ich bin einfach ein kleiner Zappel, Philipp. Aber ich hoffe mal, dass ich jetzt immer mit meinem Mund direkt vor dem Mikro bin. Ich glaube, es sieht aber auch ganz gut aus. Oh je, ich krieg so aufs Maul. So, ich konzentriere mich mal darauf, dass ich irgendwie die 3 rette und den da oben auf den scheiß ich. Außer sie ziehen jetzt alle hier runter, dann scheiße ich nicht auf den da oben. Structure 3 Schaden brauche ich nicht. Gunautomat und einen Schaden verhindern, das ist gar nicht so schlecht. Das mache ich jetzt mal hier hin und dann mache ich den. Verhindere ich den Schaden auf ihm. Der macht nur 3 Schaden. Kann also meinen Fetten hier nicht töten. Okay, zum Glück bewegt er seine Kreatur nicht nach unten. So. Das lieber ziehe ich nochmal 2 Karten. Genau, ich habe ein Fury bekommen. Das ist sehr schön. Ich werde mal... Was zerstöre ich denn? Ja, muss ich das zerstören? Und dann greife ich hier seine Kreatur an. Wunderbar. Jetzt hat er sie auf meine Hand zurückgemacht. So. Ja, ich hätte es ein bisschen schwerer gegen den gehabt, wenn er nicht immer nichts angreifen würde. So, ich würde gerne eine Mauer spielen. Die setze ich mal hier hin. Dann würde ich gerne Concentrate Fire drauf spielen, damit er zweimal schießt und den kaputt macht. Und das opfere ich noch für Karten. Wunderbar. Bumm. Bumm. Da noch ein Schaden drauf. Sehr schön.
Er konnte gar nichts machen in der Runde. Nee. Wobei, ich möchte auch mal den Destroyer einsetzen, komm. Was kostet die Welt? Den gebe ich noch für ein Energy her und dann hole ich mir noch diesen Fetten hier. Was heißt diesen Fetten, aber der halt viel Schaden macht. Hat leider wenig Leben, das ist das Problem. Und ihr könntet gerade draußen einen Müllabfuhr hören. Die höre ich auf jeden Fall ziemlich laut auf meinem Ohr. Ja, so früh morgens nehme ich gerade auf. Das ist auch ungewöhnlich für mich, muss man dazu sagen. Oh, jetzt haben sie... Hä? Wie hat er den kaputt gemacht? Ah. Hat er rüber... Okay. Arsch. Ach komm, hier den Automaton. Und... Den behalte ich mal noch. Ständig die Kreaturen von Fallops auf die Hand machen. Hep. Hep. So. So. Haha. Trottel. So, aber ich möchte gern wieder alle seine Idols kaputt machen. Was hat er da für eine Kreatur? Vielleicht will ich das doch nicht machen. Das wird mir zu anstrengend. Diese Kreatur ist nämlich heftig. Okay, davon habe ich zwei. Einmal weg. Drei Schaden. Ein Kopfautomat. Ich stelle die mal da oben hin. Und... So. Vielleicht zieht er jetzt auch mal seine Kreatur rüber. Ich meine, ich würde es ihm ja gönnen. Aha. Er zieht die rüber. Okay. So, jetzt zieht er endlich mal seine Kreaturen. Dem gebe ich zwei Schaden, dann kriegt er nochmal vier und dann kriegt er noch vier, dann sind die beiden tot. Und dann hole ich mir noch mal so einen Scatter Gunner. Der macht ja noch nicht so schnell Schaden. Ach komm. Ich verhindere einfach den Schaden auf ihn. Kostet ja nichts. So, und dann kriegt er noch einen Schaden. Sehr schön. 3, 5, 5. Zwei neue Karten. Nee. Ach so. Stopp, dann geht der ja schon kaputt. Ach, dann geht der. Ach ja, komm. Machen wir das halt so und dann krieg ich halt nur zwei kaputt noch und nicht alle. Bumm, bumm, und da kriegt auch noch einen Schaden. Bumm. Hehe, Victory! 335 Gold dazu gekommen, sehr schön. Und ich möchte direkt das nächste hinten dran hängen. Okay, wir diskutieren über Religion und kommt ein Priester und der hat natürlich ganz andere Meinung und wir wollen ihn jetzt nicht abhalten davon, diese Meinung kundzutun, wenn ich es jetzt so beim Überfliegen schnell bekommen habe. Und der hat, natürlich hat er da direkt drei Priesterkarten und alles 10 und dann noch hier alle Kreaturen bekommen plus 1. Genau, und du mich auch. Vor allem, er kann die ja alle opfern und dann irgendeiner Kreatur zwei Schaden machen. Das finde ich jetzt sehr schön. Das mal weg und dann kann ich eh nichts machen. Order heißt er. Order ist blau. Order. Ne? Order, Leute. Order. Okay, ihr habt's verstanden. Glaube ich. Ich habe auch scheiß Karten gezogen.
Ja, nächste Aufnahme werde ich mal ein bisschen mein Deck umbauen. So ein bisschen und dann mal schauen, was ich da so rauskriege. Wunderbar, ich kann überall einen Schaden machen. Damit zerstöre ich aber leider nicht alle. Stimmt ja, weil der gibt ja jedem ein Leben dazu. Nee. Oder ich setze erstmal das ein, dann kriegen. Ich weiß gerade noch nicht. Das bringt mir eh noch nichts. Alle Strukturen, 3 Schaden. Ja, komm. Ja. Willst ja nur spielen, ich weiß. App. Und bam. So, na? Hast du nur 2 Energie? 3? Aha, okay. Wieder so ein Scheißviech da reingebracht. Und dann stelle ich mal den Mortar da vorne hin. Ist ja auch eine gute Mauer mit Leben von 6 und er schießt einfach irgendwo hin. Vielleicht habe ich ja Glück. Okay, er hat die Mauer jetzt einfach nochmal dorthin gecastet, wo sie gerade war. Ich will mal dafür 2 neue Karten ziehen. Ich habe Scheiße gezogen und dann setze ich hier noch 2 Mauern. Und da, schade, dass da hinten dran gekommen ist. Wer nicht mehr weiß, was die Mauern können, wenn diese Mauern zerstört werden, dann geben sie dem Angreifer sofort 4 Schaden. So, davon will ich eine opfern. Einen hier drauf casten und dann will ich noch da dieses Ding kaputt machen. Und hoffentlich trifft der. Hm, schade. Komm wieder da. Jetzt kommen wieder seine fetten Viecher. Okay. Ich bringe jetzt auch mein fettes Viech ins Spiel. 7, aber hat leider 3 Countdown. Das ist eben das Ätzende. Was? Okay, hat jeder Kreatur in dieser Reihe einen Schaden gemacht und dann noch meinem Idol 2 Schaden. Auch kein schlechter Zauber. Okay, bringen wir gerade mal 2 davon rein. Oh, Mörser, treff doch mal. Nochmal so ein fettes Viech. Das will ich nicht mehr haben. Das da hier ist sehr geil auf dem Eisengolem. Denn... Ich mach das gerade mal. So und so. Denn der Eisengolem greift ja jede Kreatur in der Reihe an. Also sie hat die Relentless, die greift ja einfach alle an, wenn die davor kaputt gegangen sind. Und er macht dann nochmal jeweils plus 1 Schaden durch diese Karte, die ich gerade drauf gezeigt habe, an alle Kreaturen außenrum. Das heißt, er macht dann, greift hier einmal hier an, macht dort einmal außenrum einen Schaden, greift hier an, macht dort außenrum einen Schaden und so weiter. Das heißt, er kann 3-mal noch einen Schaden an die benachbarten Kreaturen machen. Das ist sehr, sehr nice. Das wird er jetzt gleich machen. Und dann kriegt er zumindest nochmal einen Schaden dazu und der stirbt schon, bevor er überhaupt dran ist. Also die... Ah... Ich möchte hier Burn drauf machen, dann kann ich mit den beiden den da kaputt machen. Und Metal Heart. Ach, den könnte ich jetzt auf den drauf machen, dann... Oder auf den, dann kriegt er nochmal plus 2 Schaden dazu, dann ist... Kriegt der auch noch gut Schaden. Ja, komm, machen wir das mal. Hep. Bumm. Bumm, kaputt. Bumm, kaputt. Und da nochmal 4 Schaden drauf. Sehr schön. Haha, du kriegst auch noch einen Schaden. So, und den möchte ich mal nach vorne ziehen, also nachher vielleicht auch hier rüber wechseln kann. Und dann hau ich mal Kopfbombenautomat dahin. Scheiße, ich hätte damit lieber 2 Karten ziehen sollen. Egal. Ist halt so. So, wenn ich jetzt einen Burn drauf spiele, dann kriege ich hier eine Karte wieder. Hep. Das ist gar nicht mal so schlecht. Die Karte kann ich jetzt für 2 neue opfern und dann habe ich ganz gute neue Sachen bekommen. Und 4 plus 4 sind 8, ne? Bumm.
Bumm. Und bumm. So. Ach, stimmt. Und ach, dieser Totem ist eigentlich schon ganz süß. Jede Runde einfach irgendwo ein Schaden. 3 Schaden, Karte ziehen, nehme ich. Und dann hauen wir mal noch diesen Typ hier raus. Leider kann ich damit nicht diesen Totem buffen oder auch den dann nicht. Das bringt nichts. Das ist ein bisschen Schaden. Okay, 7 Schaden drauf, nehme ich. Vor allem hat der den gleichen Stab wie ich. Bruder! Ich mach dich kaputt. Und tap. Und auf dem da verhindere ich mal noch den Schaden. Stimmt, noch diesen einen Rundumschaden habe ich noch drauf. Ich habe mich gerade gewundert, wieso sind da 2 Verzauberungen auf dem Eisengolem drauf. So und hepp. Ja, diese Karte, ich weiß noch nicht, ob ich sie so gut finde. Auf jeden Fall habe ich sie mal beim Offline, beim ohne Aufnehmen üben, mal ziemlich dumm eingesetzt. Damit habe ich dann selber meinen Golem zerstört, weil er nur noch ein Leben hatte. Und er hat zwar +4 dazu bekommen, aber er hat auch einen Schaden bekommen. War ein bisschen doof. So, Fury, Countdown, runter machen. Machen wir doch gerade mal, oder? So, Hep, Cast. Ach so, kann ich, soll ich jetzt schon gewinnen? Nee. Und bumm. Ich hätte jetzt auch schon gewinnen können, indem ich meine Kreatur noch plus. Ah, nee, doch nicht. +2 machen hätte können. Doch nicht, weil ich habe. Da gibt es keine gegnerische Kreatur. Ich hätte doch nicht gewinnen können. Entschuldigung. Der hat gerade eh keine Structures. Ein Schaden. So, mehr kann ich nicht machen. Okay. Ja, dann habe ich, glaube ich, jetzt alles zerstört. Was geht? Der kriegt 1 Schaden, der kriegt 5 Schaden und der kriegt auch 4 Schaden. Ja, wunderbar. Bumm. Und das nächste Trial gewonnen. So, das war's für heute auch schon wieder. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich hoffe, dass diesmal die Soundaufnahme besser war, die Stimmaufnahme besser war. Und dann sehen wir uns das nächste Mal, wenn es wieder heißt, Fallobst verliert in Scrolls. Und dann, bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.